Willkommen zurück zu Mother 3. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wo die Namen von Lukas und Klaus herkommen? Die kommen von einem Buch, das Itoi mal gelesen hat, The Notebook, wo auch zwei Charaktere mit diesen Namen herkamen. Und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Klaus ist ein Anagramm von Lukas. So, aber was ist denn jetzt hier im Spiel los? Also, wir haben alle ein HP. Und keine Items. Außer unsere ausgerüsteten Sachen. Sonst haben wir nix. Ja, bleiben nur noch diese Pilze. Du hast einige Pilze gefunden, aber sie sehen ziemlich funky aus. Isst du sie trotzdem? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Diese Pilze! Sie haben eine sehr seltsam aussehende Farbe. Aber es ist wohl okay, sie zu essen, stimmt's? Wirst du sie wirklich essen? Ja. Sie scheinen in Ordnung zu sein. Oder auch nicht. Du wirst von einer unbeschreiblichen Sensation überkommen. Du fühlst dich hervorragend. Ui, Schatten ist ein Regenschirm. Toll. Und geht's euch ein gut? Ja, ja, so ist gut. Oh, Papa, hallo. Oh, Lukas, was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Vielleicht. Oh, es ist nicht schlimm daran, sich zu verlaufen. Warum grüßt mich denn an? Papa, du hast mir nie gesagt, dass du ein Zyklop mit schwarzem Lippenstift bist. Also eins muss ich dir lassen. Ein Zahnarzt ist ziemlich gut. Ich zeig dir meine Liebe, Papi. Sie ist heiß wie Feuer. Hab dich lieb! Papa! Wie siehst du denn aus? Du bist ja lustig! Tschüss. Ja, wir sind jetzt alle vergiftet. Ich brauche also noch mehr von diesen Pilzen.
Miam, miam, miam. Ah, grün. Lila. Rot. Blau. Pink. Yay. Ich bin aber noch vergiftet. Ach, Mann. Weg. Und weg. Und weg. Ich bin gut. Oh, was? Hallo? Das da. Es war meine Schuld, dass du den Nutzen deines linken Beines verloren hast. Es tut mir leid. Verlass mich nicht nochmal. Komm mit mir. Lass uns diesen Ort gemeinsam verlassen. Nee. Ich bin hier bei meinen Freunden. Du undankbares Kind. Du würdest jeden zum Heulen bringen. Ja, tschüss. Ohne mich. Hier ist eine Mülltonne. Cool. Tada! Eine luxuriöse Banane. Vielleicht. Was hier? Nix, okay. Hey, noch eine Mülltonne. Ah, Lebensnudel. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Ist mir doch egal. Hey. Ich glaube, ich habe Post. Hey, Postkarten. Der Junge namens Lukas weint an einem Grab. Der Junge namens Lukas und sein Hund lungern im Wald herum. Der Junge namens Lukas kommt in Raufereien in den Bergen. Der Junge namens Lukas hat Nüsse aus unserem Garten gestohlen. Der Junge namens Lukas ärgert Tiere. Der Junge namens Lukas hat dunkle Magie gelernt. Der Junge namens Lukas, der Junge namens Lukas, der Junge namens Lukas, der Junge namens Lukas. Ah! Und Kubatora kriegt Fieber. Geht's nicht so gut? Klaus, hier bist du ja. Ich hab schon seit Jahren nach dir gesucht. Sag, Lukas, wie geht es dir? Sieht so lustig aus. Lass mich dir beitreten. Ja, okay, dann sind wir... dann sind wir doch endlich wieder zusammen. Danke. Lukas, Lukas. Ich bin Klaus, Klaus. Ich bin Klaus, der den du nicht sehen kannst, Lukas. Oh, Klaus. Du siehst ja genauso aus wie Papa. Wie der Vater, so der Sohn. Jetzt habe ich aber Flöhe. Egal. Liebe. Hey, ich geb dir ein Eis aus. Hey, blöde Flöhe. Klaus, wie siehst du denn aus? Sieht ja seltsam aus. Ist so Karneval oder so. Lustig. Krieg ich auch so ein cooles Kostüm? Ja, ja, tschüss, Klaus. Hab mich gefreut, dich mal wiederzusehen. Da sind ja endlose Schreie drin. Na, denen geht's wohl gut. Oh, niemals endende Dunkelheit. Wunderschön. Habt ihr mich irgendwo schon mal gesehen? Wo kann ich hin sein? Ihr habt mich versteckt, stimmt's? Versteckt? Wo? Kann mich nicht dran erinnern, wo? Oh,
Blasenfeuerschrei. Bist du wohl eine heiße Lady? Und tschüss. Ich suche später nach dir. Versprochen. In dem Briefkasten hörst du das Geräusch von dir, wie du weinst. Naja, was auch immer. Hier ist nichts, okay? Absolut nichts. Nichts und nichts kam nacheinander heraus. Nichts! Nichts! In dem Briefkasten waren viele wunderschöne Schmetterlinge. Alles sehr schön! Hey, Kumatora, seit wann kannst du denn, PK klonen? Das will ich auch lernen, kannst du es mir beibringen? Geh schlafen, in der absoluten Dunkelheit. Du machst gar nichts, du siehst niemanden. Schlaf einfach. Es wird so viel Spaß machen. Kumatora, du machst mir Angst. Eine luxuriöse Banane, vielleicht. Die esse ich dann gleich mal. Vielleicht. Tada! Magischer Pudding! Vielleicht. Na, 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 na. Oh, Klaus, da bist du ja wieder. Sehe ich dich gleich zweimal hintereinander, du kleiner Schlingel, du. Jeder wartet auf dich. Jeder wartet darauf, Steine nach dir zu werfen, auf dich zu spucken und dir dein Leben zur Hölle zu machen. Wer ist jeder? Jeder, den du liebst. Ach, muss mir doch keine Gruselgeschichten erzählen. Ich glaub da nicht dran. Ich komm nicht an diese Mülltonne ran. Doch. Tada! Ein Alligatorhut. Vielleicht. Das steht dir doch bestimmt gut, Bonnie. Ja, ein Hund mit einem Alligatorkopf. Supi! Deine Mama wartet auf dich. Sie wartet auf dich mit frisch gemachten Omelett. Sie wartet. Sie wartet auf dich! Ja, Mami, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wo ist sie eigentlich? Ich kann mich nicht dran erinnern. Thank you.
Was hier drin? Jemand schaut dich von der anderen Seite des Briefkastens aus an. Oder so scheint es. Aber du bist derjenige, der auch von der anderen Seite rausguckt. Oh, hallo ich! Lang nicht gesehen! So konnte ich mir noch nie in die Augen sehen. Du hast noch nicht gegessen. 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 Ja, so klingt meine Mutter auch immer. Oh, Wester, bist du hier? Schon wieder, schon wieder! Ist dort. Etwas. Auf. Meinem Gesicht. Du bist gruselig. Du bist zu gruselig. Was? Ich bin gruselig? Wer ist hier gruselig? Du, ich hab dich schon dreimal gesehen. Bist dreimal einfach verschwunden. Und du sagst jetzt, ich bin gruselig. Kannst du deiner Mutter sagen? Na, guck mal, Tora, mach du mal. Oh, ich hab zwei Puppies! Es ist fast Bestrafungszeit. Die Nava sollte bald zurück sein. Was? Sie kommt nicht zurück. Was hast du ihr angetan? Ich hab's ihr angetan. Die Nava kommt nicht zurück. Wer bist du? Was hast du getan? Es ist Zeit fürs Bestrafen. Es ist Zeit fürs Bestrafen. Papa bestraft mich doch nie. Und mein anderer Papa? Ich werde dich schlagen, Junge. Daddy wird dich schlagen. Papa! Du bist seltsam drauf. Nur weil Mama in letzter Zeit nicht da war, so die letzten 3 Jahre oder so. Jetzt habe ich anscheinend keinen Papa mehr. In dem Briefkasten war ein Haufen von verrotteten, stinkenden Omelets. Naja, bin ich mal ein bisschen zu spät dran. Wunderbarer Hot Spring. Hey, Opi!
Wer warst du nochmal? Was? Du nochmal? Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige aus unserer Familie, der nicht irgendwie ein Zyklop mit schwarzem Lippenstift ist. Und der Einzige, der nicht so einen guten Zahnarzt hat. Und tschüss, Opi. Wer ist eigentlich meine Oma? Egal. Ich habe eine luxuriöse Banane. Vielleicht. Eine Mülltonne? Das übersehe ich doch nicht. Insektenspray. Vielleicht. Kann ich das essen? Oh, das hast du auch lange nicht mehr gesehen. Oh, schaut mal, wie toll. Hey, Bonnie, komm doch auch rein. Ist toll hier. Ja, oh, stimmt mich schon gleich viel sauberer. Da muss ich dich eben so heilen, Bonnie, wenn du nicht mit reinkommen willst. Bäh. Da ist nichts im Briefkasten. Außer die 1000 Rattenleichen. Na, die machen mir doch nichts aus. Ja, ich sehe gut aus. Ah, Opa, du bist ja schon wieder da. Du suchst bestimmt immer noch nach Oma, kann das sein? Oder meinem anderen Opa. Und meiner anderen Oma. Was weiß ich? Und du, Salz, Kumatora hat dich vermisst. Natürlich kann ich reden. Ich kann für immer und immer darüber reden, wie es Lukas schuld war, als ich in Schwierigkeiten war. Lukas hat es getan, Lukas hat es getan, Lukas hat es getan, Lukas hat es getan. Habe ich dich nicht gerettet? Oder ups, ich glaube, war Gegenteiltag, kann das sein? Entschuldigung, Affen verstehen sowas ja nicht. Hätte ich dich vielleicht erstmal aufklären sollen? Oder? Ach, was weiß ich. Oh, schaut mal. Jetzt sind wir wieder eine glückliche Familie. Bis auf Mami. Was? Eine Nadel ziehen? Und wo ist dieses Ding? Es gibt so ein Ding nicht. Beeilen wir uns. Ab nach Hause. Nadel, eine Nadel, sagst du? Bist du die Nadel? Sei nicht dämlich. Ich wollte dich schon ziehen. Lukas, wir treffen uns endlich wieder. Ich bin's, Klaus. Berühr mein Hals. Siehst du, wie es rein und raus klopft? Lukas, es geht überhaupt nichts, worüber du dir Sorgen machen solltest. Ich bin's, Klaus. Jetzt, wo ich euch so nebeneinander betrachte, ihr beide seht euch wirklich, wirklich verdammt ähnlich. Und tschüss, Papi. Und tschüss, Brudi. Und hallo, Opi wieder. Und wer bist du? Hallo, Eiscreme. Ich will dich auflecken. Auf!
auf Lecken? Also gegen's Lecken habe ich's ja nicht. Aber auflecken, das klingt irgendwie ekelhaft. Ich glaube, jetzt habe ich was ziemlich Seltsames gesagt. Ach, egal. Ich hörte doch sowieso niemand. Prinzessin Komatora ist keine Prinzessin. Prinzessin Komatora ist keine Prinzessin. Sie ist wie ein Ast, den niemand liebt. Ach was, ich mag Komatora. Ich mag sie wirklich sehr gerne. Na, Baby? Oh, mystische Handschuhe. Leicht. Ich hab gehört, ja, meine Chance von 3%, dass sie droppen. 3%? Ich glaube, ich hab Glück gehabt. Yay! Das ist Komatoras ultimative Waffe oder sowas. Hä? Wen kümmert schon das Jojo von Ness? Ich meine, wer ist denn Ness? Das braucht doch niemand. Tschüss! Immer wiedersehen! Du da, eine Nadel, steckt in dir! Ich nehme sie! Ich nehme die Nadel für dich! Oh, du bist ja nett, danke! Und nochmal, hallo Opi! Nichts außer Lügen, nichts außer Lügen! Du bist nichts mehr als nichts außer Lügen! Die Wahrheit sind Lügen! Und Lügen sind die Wahrheit! Du, ihr seid alle Lügen! Ist heute jetzt Gegenteiltag oder nicht? Ich verstehe das nicht. Kann mich mal jemand aufklären? Diese Insel ist so seltsam. Naja, aber sie haben echt gute Pilze. Das muss man ihnen lassen. Oh, du bist aber lustig. Naja, ciao!